Hallo Leute und herzlich willkommen zu Sea of Thieves tatsächlich, wie man vielleicht erkennen kann. Ich hoffe, es hat sich gelohnt, hier diese Perücke und alles zu holen. Ich habe leider kein Schwert, habe ich gemerkt. Ich habe nur hier nur so der Pistol Ala von Red Dead und irgendwie allen anderen Spielen, wo man eine Waffe hat. Und ein Totenkopf. Warte kurz. Hallo? Ah, der leuchten kann. Auf jeden Fall. Egal, wir spielen jetzt, eigentlich kann ich im Hintergrund eigentlich auch noch so ein bisschen Licht. Warte ganz kurz, das können wir ändern, das können wir besser. So, ich hoffe, die Stimmung ist jetzt ein bisschen besser. Ich snack hier mal noch eine Traube. Auf jeden Fall, können wir nicht lange Zeit verlieren. Wir gehen direkt auf unser Schiff hier. Okay, ihr merkt vielleicht, ich bin schon etwas hochgelevelt, sage ich mal so. wir machen hier auch direkt eine Mission. Und zwar, okay, ich habe hier nur noch eine Captain-Mission, aber egal, die machen wir jetzt einfach. Und zwar hatten wir jetzt hier ein paar Captains. Ich muss erstmal ganz kurz wieder auf die Steuerung klarkommen. Ich habe schon etwas länger nicht mehr gespielt. Okay, wir müssen Captain Miner Siowen, ich glaube, das spricht man so aus. Auf jeden Fall müssen wir den jetzt verfolgen, handeln, keine Ahnung was. Wir müssen den auf jeden Fall jagen. Und der ist auf Run. Ah ne, Rum Runner Isle, Isle Allah, zuletzt gesehen worden. Oh, jetzt habe ich das Licht auch gemacht. Das ist doch. Okay, dann suchen wir die Insel ganz kurz. Ich denke mal, ich mache kurz einen Schnitt für euch. Boah. Okay, das ging schnell. Ich habe sie gefunden hier. Rum Runner Isle, Südosten tatsächlich. Ich gucke noch ganz kurz hier in meine Kleidertruhe. Und zwar bin ich nicht so ganz passend gekleidet. Okay, doch, der. Nee, der hier passt, glaube ich, besser, oder? Okay, Leute, ich habe jetzt mein Aussehen noch ein bisschen geändert. Warte ganz kurz. Oh, die Sonne geht auch wieder auf hier. Das ist ganz nice, weil da haben wir ein bisschen Licht zumindest. Ich weiß gerade gar nicht. Oh, scheiße. Wie dancet man hier nochmal? Ach, mit Y, oder? Genau. Warte, wir winken einfach mal. Das bin ich ja. Okay, man sieht einfach praktisch gar nicht. Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal los hier. Oder wir. Ja, fahren. Ist das das richtige Wort? Wir schwimmen. Nee, ja, wir fahren los, hä? Wir schwimmen los, hört sich auch dämlich an. Wir fahren los jetzt einfach, hä? So random. Okay, wir müssen Südosten, haben wir, glaube ich, gesagt. Glaube ich. Okay, ja, perfekt, falsche Richtung. Aber ist natürlich kein Ding für den Captain King. Ich sollte wirklich aufhören. Kein Ding für den Captain King. Oh, das passt gut. Auf das erstmal eine Traube. Okay, wir halten jetzt Kurs Richtung Südosten, mehr oder weniger zumindest. Alter, die W-Taste, mein Gott. Ganz schlimm. Okay, wir fahren hier, okay, wir müssen noch ein bisschen mehr südlicher, auf jeden Fall. Ein bisschen mehr südlicher und dann sind wir dann auch schon irgendwann dort. Also es geht, glaube ich, gar nicht mehr so extrem lange. Genau, die Segel können wir auch immer wieder so ein bisschen richten hier. Ja, okay, das passt so. Machen ja auch mal noch die Luken zu, weil die triggern so ein bisschen. Und wir können uns noch einen Kameraden an Bord holen. Und zwar ist das. Ich habe zwei Papageien. Hat er ein Outfit? Ah, ne, ich dachte schon. Das ist Captain Willy, wenn ich vorstellen darf. Captain Willy, wir setzen den hier hin. Und jetzt machen wir ein bisschen Musik mit ihm, würde ich sagen. Ich hole ihm mal eine Gitarre raus, Alla. Okay, ich habe jetzt hier nur die elektrische Gitarre, egal. Wir spielen. Komisches Lied, warte, nochmal neu. Aber das ist sad. Wir wollen ja ein bisschen Stimmung. Es kommt das genau gleiche, warte ganz kurz. Das hier. Das ist Musik in meinen Piratenohren, Alter. Wo müssen wir eigentlich hin? Ah, fast richtig. Okay, ein bisschen mehr östlich. Wir müssen jetzt uns erstmal konzentrieren. Mehr östlich. Oh lol, das sind Felsen. Wir lenken kurz drum rum. Ich glaube, die Felsen werden sonst etwas ungesund, habe ich so die Befürchtung. Aber es ist, wie gesagt, kein Ding für Captain King hier. Weil Captain King hat natürlich ein Auge für sie links. Ich wollte eigentlich eine Augenklappe holen, aber ich habe es einfach nicht mehr. Ich hatte früher immer voll viel so Verkleidungssachen, aber die sind irgendwie alle weg. Ich glaube, die sind alle bei meinen Großeltern. Ich müsste das nächste Mal, wenn ich bei ihnen bin, mal ausmisten und einfach die alles wieder nach Hause nehmen. Denken sie sich so, Digga, was ist jetzt in ihnen gefahren? Die sollten ihn mal in eine Psychiatrie schicken, aber Plot Twist.
Ich bin einfach YouTuber. Aber noch nicht so famer YouTuber. Muss ich erstmal noch erreichen. Aber das kommt. Ich spüre das. Ich spüre es in den Fingern so. Immer wenn ich spiele, bin ich nervös. Und ich glaube, die Insel da vorne ist es. Die Insel ist es. Ich nehme schon mal meine Pistole hier in die Hand. Damit ich. Vielleicht soll ich das Segel auch ein bisschen hoch machen. Sonst kommen wir da volle Kanne. Und fahren in die Insel rein. Aber kein Ding für den King. Kontrolliert aber trotzdem mal noch ganz kurz nach. Okay, doch, ist die richtige Insel. Okay, nice. Meine Damen und Herren. Komm, so ein bisschen vorwärts kannst du schon noch fahren, Alter. Einfach nicht mehr so schnell. Diese Brücke riecht auch anders schlimm, ey. Aber egal. Ich finde es wichtig, solche Spiele so ein bisschen zu untermalen. Mit so ein bisschen Kostüm und so. Finde ich immer noch ganz lustig. Auch mit diesem Trucker on board immer so ein bisschen. Finde ich noch ganz witzig. Schwert, Pistole, ready. Wir gehen rein. Und wir bleiben drin. Beziehungsweise drauf auf der Insel. Okay, Captain ist wahrscheinlich an Land gegangen. Steht wahrscheinlich jetzt im Logbuch. Und wir verschlagen den ersten Pirat. Und Alter, der hat eine Waffe. Oh nee, der hat einen so ein Fass. Warte. Oh, guck mal. Bam, Alter. Boom. So macht man das, Alter. Okay, komm her. Du Unterwald. Dann scheinst du mehr. Oh Gott, Alter. Lol, du hast ihn erschossen. Hat einfach sein Kumpel erschossen. Was ist mit ihm? Okay. Oh, Munitionsbeutel. Ehre. Ich glaube, langsam geht's los hier. Oh, scheiße, Alter, sind das viele. Und ich glaube, aua. Und ich glaube, die sind. Oh Gott, sind das viele, ey. Und ich glaube, die sind eben auch nicht ganz so schlecht, Alter. Weil ich glaube, die mit dem roten Stürmband. Alter, ich musste ganz erst. Warte. Bitte nicht schießen. Oh, bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Oh, shit, Alter. Erstmal die mit den Pistolen zerstören, weil die sind gefährlich. Oh Gott, oh Gott. Ich muss schnell weg. Schnell ins Wasser, weil dann können sie uns nicht. Oh nein. Ich wollte gerade sagen, aber der mit der Pistole. Schnell untertauchen, ganz schnell. Oh Gott. Ich muss ganz kurz. Ich habe kein Essen. Scheiße. Wir müssen ganz kurz zurück ans Schiff, aber. Kein Ding. Für Captain King. Scheiße. Okay, schnell. Das muss jetzt schnell gehen, bevor das der wieder schießt. Schnell wieder untertauchen. Eigentlich eine ganz gute Taktik so. Auch noch mal so eine Traube. Mögt ihr Trauben? Ich finde die lecker. Viel wichtiger ist jetzt aber erstmal, dass wir hier an Essen kommen, weil wir haben nur noch so ein Fitzel Leben. Oh, das war Holz. So, Essen. Nam, nam, nam. So, wir springen schon mal wieder zurück auf die Insel. Back to the Isle, Allah. Back to the Future, Mann. Und wir verkloppen gleich hier wieder den Piraten mit dieser Pistole. Wie gesagt, erstmal der. Oh Gott, eigentlich der erstmal der mit der Pistole, weil. Komm jetzt verreck, Alter. Boah, Alter. Ey, dieses Spiel ist so schlimm, wenn da diese Blätter wehen und dann kommen die plötzlich einfach durch den Wald, Alter. Oh mein Gott, sind das viele. Also, Wald ist jetzt nur noch einer, aber vorhin waren es halt viele. Captain King hat hier aufgeräumt. Ich sammle hier ganz kurz Munition ein. Kann der Captain mal wieder spawnen, ey? Hab keinen Bock mehr auf euch. Alter, da spawnen einfach auch überall, Leute. Oh Gott, da kommen auch wieder welche aus dem Wald. Aua, das hat weh. Nein, oh Gott, jetzt haben hier zwei Donnerbüchsen-Kanonentypen, Alter. Ich wollte gerade so wie ein Funk, Alter. Ich kann eigentlich auch meine Pistole benutzen. Okay, aber es bringt halt nicht so viel. Ich bin mit dem. Oh Gott, Alter. Ich habe halt, ohne jetzt zu flexen, ich habe so ein Seelenordenschwert, weil ich damals so eine krasse Mission gemacht habe. Und die hat halt. Das Schwert ist halt ziemlich viel besser. Das juckt mich. Und es macht halt auch ziemlich mehr Schaden. Und deswegen benutze ich das halt auch lieber und auch mehr. Alter, kann jetzt dieser Captain. Weiß nicht mehr, wie der hieß, aber kann er jetzt mal bitte spawnen, Alter? Juhu! Alter, ich war gerade Donkey Kong im Spiel. Oh nein! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh mein Gott. Nein, ich habe daneben geschossen! Oh no. Boah, wichtig, Alter. Okay. Es wird langsam, also es wird immer stressiger, weil sagen wir es mal so. Oh, Alter, was bist du denn für ein Alter? Was seid ihr denn für Monster? What? Wie will ich die denn zerstören? Hilfe! Ah, die muss ich zuerst aufschießen oder was? Hä? Bruder, was? Was seid ihr für kranke Wesen, Alter? Oh mein Gott. Ich habe keine Schüsse mehr. Weil reinhauen bringt, glaube ich, bei denen einfach nichts. Nee. Scheiße. Leute, ich brauche Munition. Captain King braucht Munition. Zack, Alter, einer weniger. Okay, aber scheinbar hit doch. Es bringt schon was, den so ein Schlag mitzugeben, sage ich mal. Alter, aber das sind ganz komische Viecher, habe ich noch nie gesehen in diesem Spiel tatsächlich. Oh, jetzt hat er gegessen.
Ah, das bringt nichts. Das bringt nichts, auf die einzuschlagen. Die sehen aus wie Animatronics. Wie so Five Nights at Freddy's, aber in Sea of Thieves. Die sehen aus wie so Endoskelette. Versteht ihr, was ich meine? So, und du jetzt auch noch. Oh, what? Aber die sind irgendwie auch noch im Bauch verletzbar. Kann das sein? Weil meinen habe ich vorhin aufs Bein geschossen. Und der ist irgendwie immer noch am Leben gewesen. Ja, jetzt kommt schon wieder ihr, Digga. Oh, da ist Captain Willy. Captain, keine Ahnung, wie heißt der? Merch? Merch, Alter. Oh, no. Nein. Ich brauche Schüsse. Oh, das sind Schüsse. Gib Schüsse? Oh mein Gott. Warte mal. Ich gehe raus. Und dann kommt der Typ mit dem Sprengfass. Und wenn er da vorne steht bei den anderen. Oh ja. Hey, der hat gerade seinen Captain abgeschmissen. Und jetzt. Scheiße, ich habe daneben geschossen. Warte ganz kurz. Und jetzt, Alter. Hä? Bin ich behindert? Ja, das wollte ich. Guck, es sind alle gestorben bis auf den Captain. Das ist taktischer Angriff von hinten. Hey, du siehst aus wie eine Frau, Alter. No front jetzt, aber ist halt so. Uff. Und guck mal, was wir da am Boden haben. Warte, ich muss kurz aufheben. Ein Schädel. Der magische Schädel von diesem Skelett. Oha, Seefahrt. Einfach mal abgeschlossen. Wir sammeln den Munitionsbeutel noch ganz kurz auf. Rennen zurück auf unser Schiff, beziehungsweise schwimmen. Hier mit unserem Schädelkopf in der Hand. Schädelkopf? Kopfschädel? Jetzt bin ich verwirrt. Auf jeden Fall mit unserer Trophäe hier, die blinken kann. Ne, wie schaltet das hier aus? Das ist nicht so ganz so. Auf jeden Fall. Die verkaufen wir jetzt erstmal. Ich bin gespannt, wie viel Geld das die gibt. Ich hoffe, das gibt auch ein bisschen was. Wir legen den hier oben drauf. Schön poliert so. Ja, wo packe ich den? Ich packe den einfach wieder hier hin. Wir haben ein bisschen Damage gegettet, Alter. Emotional Damage, Alter. Ja, zwar nicht so emotional, aber so ein bisschen. Drüben sind einfach schon wieder Skelette. Guck mal. Warte. Was die sich auch immer denken. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach zurück zu diesem Außenposten, wo wir waren. Nordwesten und verkaufen doch mal unser Diebesgut, sagen wir es mal so. Für das müssen wir zuerst den Anker lichten, danach das Steuer richten, die Segel setzen und zu guter Letzt einen Schluck Echsen. Alter, ich bin einfach Goethe himself, ey. Ja, man nennt mich auch Captain King Goethe. So eine Scheiße, Alter. Wir bringen jetzt erstmal diesen Schädel hier. Der ist mir übrigens mal zu Boden gefallen. Das sieht man wahrscheinlich zwar gar nicht so krass, aber den muss ich schon tausendmal leimen. Hier sieht man es relativ krass. Den habe ich tatsächlich im Europa-Park geholt. Bei dieser Geisterbahn. Oh, Scheiße. Nebenwirkung von diesem letzten geäxten Glas. Boah, ich bin heute wirklich reimisch unterwegs, Alter. Reimisch, sagt man das so? Oh Gott. Oh, Hilfe. Falsche Richtung, Norden. Ich weiß nur Norden. Wir müssen einfach Norden. Alles andere ist egal. Wir müssen Norden. Das heißt, warte, was habe ich gesagt? Anker lichten, Steuer richten, Segel setzen und den Schluck ächzen. Das ist auch so wieder, Bruder. Aber nice, Alter. Aber nice. Ich gönn's mir auf jeden Fall. Sind wir richtig? Ja, relativ. Wir müssen noch ein bisschen mehr westlich, aber ja, aber erst nach dem Insel. Oh nein, Cannon Cove. Da kommen doch jetzt bestimmt Kanonenkugel. Egal, wir müssen ein bisschen mehr westlich halt jetzt einfach durch. Gibt keinen Weg dran vorbei. Also eigentlich 1000 Wege, aber egal. 1001 Weg. Und es hat Bumm gemacht, wenn die gleich schießen. Aber ich glaube nicht, die haben Angst vor mir. Weil ich bin ja Captain King und da haben alle Angst vor dem. So. Captain King. Mein Name ist auch so verwählt eigentlich. Eigentlich sollte so mein Bruder genannt werden, aber der ist scheiße. Noch schlimmer als ich. Und deswegen, ich war den King vor uns beiden und deswegen wurde ich zu Captain King. Ja, keine Ahnung. Das war die Story. So, Leute. Wir sehen hier vorne. Oh, jetzt sind die Wellen im Weg. Warte kurz. Wow. Wir sehen hier vorne Sankaris irgendwas oder so. Sankaris Sands oder so. Der Außenposten auf jeden Fall bei einem wunderschönen Sonnenuntergang. Können wir jetzt wieder ein wunderschönes kleines Lied spielen. Und das nennt sich Beclaimed. Alter, Willi gibt voll ab. Guck mal, wie der am Headbang ist, Alter. So. Erstmal Steuer richten. Danach den Anker
gar nicht lichten, weil er schon oben ist, Allah. Die Segel nicht setzen, weil sie schon gesetzt sind. Geradeaus jetzt am besten. Wir können gleich schon andocken, Leute. Wir fahren hier volle Kanne rauf zu. Aber wir landen dieses Schiff perfekt. Das heißt tatsächlich auch landen. Wir landen es perfekt, weil ich bin Captain King. Und das ist eigentlich schon Grund genug. Und ich sehe, wir werden verdammt schnell. Und wir kommen verdammt schnell näher. Und ich habe den Anker runtergelassen. Und bitte kein Crash. Und dann perfekt einparkiert. Wir sind nicht reingefahren. Bis heute, also seit heute nur noch gar nirgends. Okay, wir sind zwar mal fast in den Felsen gefahren, aber abgesehen davon. Okay, wir können jetzt hier rauf und auf den Steg. Okay, nee, da reicht es nicht ganz. Ah, schade, okay. Also Verbesserungspotenzial ist aber noch da. Ich finde die Leiter nicht, es ist zu dunkel. Hilfe. Ah, hier, okay. Ja, moin, na, wie geht's hier? Du Sherry, Alter. Wo müssen wir dich nochmal hinbringen? Ich glaube zum Seelenorden hier, oder? Bist du? Alter. Bist du? Okay, aber die kann ich verkaufen. Dann nehmen wir hier ganz kurz die Botschaft an, weil das gibt Plus, ne? Das gibt extra Geld. Das ist ganz schön. Mit Madame Olivier, aber ich verkaufe meinen hasserfüllten Kopfschädel. Kopfschädel. Wow. Er ist weg. Wow. Er ist noch da. Plot Twist. Ich habe einfach zurück. Habe ich einfach gar nicht abgegeben. Okay. Wir lösen das hier wieder auf, weil, naja, keine Ahnung. Wir sind jetzt Level 49, tatsächlich schon im Seelenorden. Könnt ihr mal schreiben, wie hoch ihr seid. Und dann würde ich sagen, Captain Willy und Captain King verabschieden sich jetzt von euch, von unserer abenteuerlichen Reise. Bestimmt sieht man sich in Zukunft nochmals. Ich würde sagen, ich will auch noch etwas Letztes auf den Weg geben. Steuer richten. Nee, scheiße, wartet nochmal. Anker lichten, Steuer richten, Segel setzen und den Schluck ächzen. Tschüssi, Leute! Alter, was war das überhaupt? So hoch, Mann, nochmal. Tschüssi, Leute! Das war besser. Und zu guter Letzt, ein Schluck. Und zu guter Letzt,